Italien ist mit einem 1:0-Sieg gegen Argentinien in die Fußball-WM gestartet. Cristiana Girelli von Juventus Turin erzielte den erlösenden Treffer in der 87. Minute. Italien liegt damit in Gruppe G gleichauf mit Schweden. Für einen traumhaften Turnierauftakt sorgte Deutschland mit 6:0 gegen WM-Neuling Marokko, unter anderem dank zweier Kopfballtreffer von Mannschaftskapitänin Alexandra Popp. Die DFB-Frauen übernehmen damit vorerst die Tabellenführung in der Vorrundengruppe H. Auch Brasiliens Fußballerinnen dominierten bei ihrem WM-Auftakt gegen Debütant Panama. Die Seleção gewann 4:0 und übernahm damit die Tabellenführung in Gruppe F.